Minecraft und damit willkommen zurück zu Minecraft Haus, der mittlerweile 3000. Folge oder sowas in Folge. Leute, wir feiern 3 Jahre Minecraft Haus jetzt insgesamt so mega nice. Und zu diesem besonderen Anlass haben wir ein Minecraft Haus Event auf die Beine gestellt. Ihr könnt von jetzt an auf den Event Server joinen, DIP. Seht ihr jetzt hier eingeblendet und sie steht auch ganz oben in der Videobeschreibung nochmal. Das DIP. Es geht heute los. Um 18 Uhr ist unser Server-Release. Dieser Server wird für 10 Tage online sein. Aber wisst ihr was? Ich erkläre euch das Ganze jetzt einmal direkt auf dem Server. So, Leute, da sind wir jetzt hier auf unserem neuen kleinen Event-Server für Minecraft Haus. Es sind schon richtig viele Leute dabei, die beim Test mit dabei gewesen sind. Und wir haben das Ganze schon mal angezockt. Ihr könnt jetzt auch mal dabei sein. Hier auf unserem Minecraft Haus Event-Server. Kommt ihr am besten drauf. DIP ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt und ihr findet sie auch einmal eingeblendet hier auf dem Bildschirm gerade. Und ich würde sagen, das beste Haus, das gewinnt nämlich dann. Wir können hier einmal schauen. Minecraft Haus Event Server. Wir haben den Zeitraum von heute quasi bis zum 21.02.2021. Die Leute sind schon richtig am Ausrasten hier. Ja, die haben schon angefangen, Häuser zu bauen. Damit wird das Ganze heute erst getestet. Wir fangen jetzt an. Ihr könnt jetzt mit dabei sein. Also kommt auf den Server, seid mit dabei. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge von Minecraft Haus. Ich bin so mega excited, Leute. Vor allem, weil wir jetzt wieder endlich nach Monaten endlich wieder einen Livestream machen werden zu diesem Minecraft Haus Event. Ist ein Livestream geplant, der wahrscheinlich morgen am Samstag online geht. Ja, also morgen am Samstag werden wir wahrscheinlich Livestreamen. Also haltet euch auf jeden Fall den Tag frei, den Nachmittag frei. Plant da nichts Großes, sondern da ist mal wieder ein easy Cheesy Livestream geplant. Also unbedingt mit dabei sein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal in unsere Folge von Minecraft aus und sagen erstmal Schinken guten Morgen. Nicht wahr, Schinken? Wirst du mit dabei sein beim Livestream? Offensichtlich nicht. Schinken, was soll denn das? Du musst mit dabei sein beim Livestream. Wir können nicht ohne dich streamen. Du musst mitkommen. Sonst kommt doch keiner. Wer will sich das denn anschauen, wenn du nicht dabei bist, Schinken? Ja, so ist gut. Braves Schwein. Genau, du kommst einfach mit hier. Wir können auch gleich eine Runde spazieren gehen, Schinken. Warte, was ist das da? Du traust dich nicht, diese 3 Köpfe zu tragen. Was zur Hölle? Wer hat das da hingestellt? Wieso sollte ich mich... Was sind das für Köpfe? Eiscreme? Eine Perle und ein Fußball? Wieso sollte ich mich nicht trauen, diese 3 Köpfe zu tragen? Das ist doch nur Eiscreme. Wo ist denn das Problem? Nein, warte mal. Ich mach mal so Eiscreme. Ich habe jetzt Eiscreme auf dem Kopf. Eigentlich ganz lecker. Was habe ich für Sorten? Ich sehe, ich habe Erdbeere und ich habe, glaube ich, Vanille. Und hinten habe ich nochmal Vanille oder was? Warte mal, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Seht ihr das? Habe ich 2-mal Vanille oder ist das eine Kokosnuss oder sowas? Vielleicht in der Art, ich weiß es nicht. Aber schreibt mal eure Lieblings-Eissorte in die Kommentare. Ich mag am liebsten tatsächlich Karamell. Ich liebe Karamelleis, Leute. Ich liebe Karamelleis. Und so Sachen, die salzig und gleichzeitig süß sind. Wisst ihr, wie man, wenn man Kakao einfach noch salzt oder so? Hi, Spaghetti, was geht? Komm mit, wir gehen eine Runde. Was hast du wieder? Bist du eine faule Socke? Du willst dich direkt wieder hinsetzen. Wir gehen mal eine Runde spazieren jetzt hier an diesem wunderschönen Morgen. Verkäufer, was? Es tut mir leid, das Eis ist ausgegangen, gerade eben. Komm doch morgen wieder. Oh, die haben kein Eis mehr. Das ist ja schrecklich. Nein, Mama hat mir extra 2 Euro gegeben. Ich will jetzt eine Kugel Eis. Wir gehen mal weiter, oder? Die tut mir jetzt... Hallo? Was? Was ist denn das? Eiscreme? Moment. Nein, nein. Was? Nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Spaghetti, komm schnell. Die greift uns an. Oh, oh. Sie hinter uns? Warte. Schnell hier rein. Hat sie mich gesehen? Hat sie mich... Nein, sie läuft vorbei. Oh Gott sei Dank. Sie läuft vorbei. Was? Sie wollte gerade mich essen. Nein, das ist doch gar keine echte Eiscreme. Oh, da ist sie. Eiscreme? Nicht hier, nicht hier. Ich stehe hier einfach in einem Eiswagen. Sie müsste nur hier vorne. Hier gibt es überall Eiscreme. Ja gut, ich lasse das Ganze mal stehen. Ein Eiscreme zum Frühstück ist nicht gesund. Naja, nicht sehr gesund jedenfalls. Aber ab und zu ist es mal erlaubt. Sag mal, Spaghetti, wo bist du jetzt schon wieder hin? Ach, da bist du. Hinter dem Eiscremewagen. Willst du auch Eiscreme zum Frühstück oder was? Komm, wir gehen mal ein Stück weiter. Vielleicht ist es doch keine gute Idee, hier Eiscreme zu tragen. Wir machen mal die Perle rauf, okay? Wir sind jetzt mal hier. Das sieht ja mega cool aus. Ey, wir schimmern richtig schön. Oh mein Gott. So könnte ich immer rumlaufen, Leute. Wollen wir eine Runde baden gehen? Ich glaube, wir gehen eine Runde baden, Leute. Erstmal hier, schön am Morgen. Gerade, wir haben noch nicht mal gefrühstückt.
kann man jetzt erstmal hier schön baden gehen. Nach dem Essen soll man ja auch nicht schwimmen. Da kommt gerade jemand aus dem Wasser raus. Was so? Hä? Der hat richtige Tauchersachen an, glaube ich, oder? Guck mal, Spaghetti. Der da vorne. Siehst du den? Was? Winzige, winzige Dinger. Müll, Abfall, Dreck. Okay. Was schmeißt der denn da weg? Hat er irgendwelche Sachen hingeschmissen? Hallo, guten Morgen. Oh, was ich brauche, ist eine große Perle. Die wäre 1 Million wert. Moment. Was ist denn da? Kleinen Moment. Ja, also, das ist nur ein Schädel. Das ist keine echte... Eine Perle? Eine Perle hier an Land? Ich muss sie haben. Komm her. Nein. Oh mein Gott. Nein, Spaghetti. Bitte. Nein, das kann doch nicht... Ey, wieso laufen mir die ganze Zeit Leute hinterher? Wer will denn Eiscreme? Ja, okay, jeder will Eiscreme. Aber wer will denn eine Perle? Ja, jeder will eine Perle. Okay. Warte, ist der doch hinter... Geh nach Hause. Sieht er mich? Warte, Spaghetti. Bleib am besten draußen. Du musst den Wachhund spielen. Warte, ich switch einfach. Wir sind jetzt zu Fußball. Wo ist Schinken? Schinken, du musst mitkommen. Ich brauch dich. Du bist meine Tarnung, ja? Sonst kommt er hier gleich rein und behauptet, ich hätte mich nur verkleidet oder sowas. Lol, steht Spaghetti vor der Tür. Okay, alles cool. So. Ah, zack, Tür zu. Ich bin ein Fußball. Hallo, guten Tag. Hey, du! Oh nein, entschuldige bitte, aber hast du vielleicht eine Perle gesehen? Nein, eigentlich nicht. Doch, die ist in die Richtung da gelaufen. Da hinten, ganz schnell. Beeilen Sie sich lieber, die ist da vorne. Vielen Dank. Ja, okay, kein Problem. Genau da lang. Andere Richtung. Ja, da, okay. Oh mein Gott. Was ist hier los bei Aiden? Sag mal. Warte mal. Macht der Typ denn nie sauber? Oh nein, du tust mir so leid, Ravioli. Ja gut, egal. Kann ich jetzt nicht ändern. Muss man einen Reinigungsdienst oder sowas zu Aiden rein? Aber da will ich, glaube ich, auch niemand sauber machen. Na gut, Schicken, dann gehen wir jetzt spazieren, okay? Spaghetti war heute schon mal unterwegs. Und dann können wir jetzt auch nochmal eine Runde laufen. Ja, dann bist du fit für unseren Minecraft-House-Event-Server, Schinken. Was hältst du davon? Ein bisschen trainieren gehen, ein paar Muskeln aufbauen. Da wirst du ein kleines Superschwein, okay? Da vorne ist auch schon der Park, guck mal. Yeah, da sind wir auch schon. Da sind Leute, was? Und dann hat er mich befördert. Ist das nicht fantastisch? 15 Euro mehr im Monat. Oh ja, das klingt wirklich nach viel, viel Gehalt, das sie da bekommen. Kann man dafür von überhaupt seine Miete bezahlen? Was ist das denn? Ein Fußball? Wer interessiert sich denn heutzutage noch dafür? Was soll denn das heißen? Moment. Naja, wenigstens jagt mich jetzt keiner, oder Schinken? Wenn sich hier niemand in der Stadt für Fußball interessiert. Sag mal, wie Schinken gerade abgeht, wie schnell Schinken gerade läuft. Oh mein Gott. Okay, komm, hier ist der Park. Und ich weiß, hier irgendwo in diesem Park gibt es einen Schweinebereich. Ich muss jetzt mal schauen. Warte mal, wir müssen mal von oben vielleicht gucken. Irgendwo sind hier nämlich Karotten und so ein Kram. Hier links, oder? Nicht so lahmarschig, Schinken. Ein bisschen schneller bitte laufen. Ah, egal. Okay, weißt du was? Jetzt läufst du wahrscheinlich eh schnell, weil hier überall Karotten liegen. Das habe ich nämlich schon gedacht. Da wird direkt erstmal jetzt hier, werden erstmal die Karotten gefressen. Okay, dann lasse ich Schinken mal ein bisschen alleine und gucke mich mal selber um, was hier noch so los ist im Park. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles, was wir machen können. Da vorne sind Leute. Oh, die haben ihren Fußball auf den Baum geworfen. Was? Oh nein, unser Fußball. Er ist im Baum. Vielleicht kann ich den da irgendwie runterholen. Sind hier Ranken? Hier sind Ranken. Aber wie komme ich da hoch? Guckt mal, da hinten ein neuer Ball. Moment. Nein, ich helfe euch. Ich bringe euch den Ball runter, okay? Ich muss nur... Was? Holt ihn euch. Angriff. Nein. Nicht mich. Na, oh mein Gott. Aua. Nein. Oh, nein, Leute. Die sind hinter mir her. Nur weil ich aussehe wie ein Fußball. Ich habe die Nase sowas von voll. Spaghetti, komm mit rein. Ich mach jetzt diese blöden Bälle ab. Nee, muss echt nicht sein so. Warte mal. Route. Da haben wir das Ding. Und dann kann ich... So? Was machst du denn hier? Warte, Schinken ist mitgekommen. Runter von der Straße. Oh mein Gott, warte mal. Was? Komm, zieh das an. Es geht los. Was? Ey, ich muss mein Schwein von der Straße holen. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Klamotten. Hier. Karottenrute, was ist das? Putzklamotten. Was soll ich mit Putzklamotten? Was willst du von mir? Warte. Was soll denn das? Du hast verloren. So sind die Regeln. Sieh in der Kiste nach. Wovon redest du, Aiden? Keine Zeit
für irgendeinen Kram, den du jetzt hier veranstaltest. Warte, zack, so, Schinken ist wieder sicher, okay. Ah, Spaghetti kann draußen rumlaufen, Schinken aber nicht. So, Putzkram, und wieso in der Kiste? Warte, hier soll irgendwas in der Kiste? Hier ist nichts in der Kiste. Was, wenn du... Wenn du es nicht schaffst, musst du eine Woche lang meine Wohnung putzen, Aiden? Was? Wieso? Nein, das habe ich nicht gewettet! Nein, das habe ich nicht gesehen, Aiden! Das kann nicht dein Ernst sein! Er hat die Sachen hier reingelegt und hier, das sind einfach, das sind graue Glasscheiben, Leute. Nein, die kann man nicht sehen in den Kisten! Oh, wie fies ist das denn? Also dann wollen wir, du darfst eine Woche lang bei mir putzen. Keine Sorge, ich bin ordentlich. Du und ordentlich. Oh nein, ich will nicht. Bitte nicht. Oh Gott. Oh, Aiden, wieso tust du mir das an? Okay, Leute, ich glaube, das war's dann hier mit dieser Folge von Minecraft House. Ich werde jetzt ein bisschen bei Aiden sauber machen, denke ich mal. Ich meine, so schwer kann es ja hier gar nicht sein. Okay, alles klar. Schaut auf jeden Fall beim Minecraft House Event Server vorbei. Die IP steht ganz oben in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mit der neuesten Minecraft-Version drauf joinen. Und ich bin auch auf dem Server. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber ich bin auch auf dem Server. Und ich werde mir auch ein Haus bauen und mal gucken, wer hier das beste Haus baut. Da gibt es nämlich auch ganz, ganz tolle Preise. Also seid mit dabei, kommt auf den Minecraft House Event Server mit der neuesten Minecraft-Vision. Vielleicht sehen wir uns da, vielleicht können wir einen Screenshot machen, vielleicht können wir ein bisschen was schreiben. Alles klar, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Haus. Wir sehen uns bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!